Nach ihrem Arbeitssieg in Eisenach empfängt Frisch auf Göppingen am Samstag den Altmeister VfL Gummersbach in der EWS Arena. Die Nerven sind angespannt, denn der VfL Gummersbach ist ein direkter Konkurrent um den 6. Tabellenplatz und könnte noch an Frischau vorbeiziehen. Gummersbach ist also ein wirklich ernstzunehmender Gegner, der die Göppinger bereits beim Hinspiel in die Knie zwang. Die haben ganz deutlich und verdient gewonnen in Gummersbach. Und hier kommt er zu uns und ich hoffe, wir sind klar für etwas bessere Handball zu spielen als letztes Spiel gegen Eisenach. Nach ihrem Sieg beim Europapokal haben die Spieler von Frisch auf Göppingen in den vergangenen Tagen erstmal gefeiert. Morgen wollen sie dann wieder konzentriert dabei sein. Bis auf Mimi Kraus sind alle Spieler fit und bereit für das drittletzte Spiel der Saison, nochmal ihr Bestes zu geben. Wir sind im ersten Tabellendrittel in der stärksten Liga der Welt. Dass das die stärkste Liga ist, das hat man jetzt auch an mir in Nantes nachweislich unterstreichen können. Ich habe auch zur Mannschaft gesagt, das war nicht nur ein Leistungsnachweis von der Marke Frisch auf Göppingen, sondern eigentlich auch von der ganzen Handball-Bundesliga. Dieses Bundesligaspiel verspricht also spannend zu werden, wenn die beiden hochkarätigen Vereine aufeinandertreffen. Anpfiff ist am Samstagabend um 20:15 Uhr. Stehplatzkarten für Kurzentschlossene gibt es noch genügend, Sitzplätze sind aber nur noch sehr vereinzelt vorhanden. Wer will, kann sich außerdem im Foyer mit dem Europapokal fotografieren lassen.